Hallo, ihr Freizeitpark-Traveler da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Freizeitpark-Traveler-Podcasts mit dem lieben Stefan und mir, dem Jens. Hallo, Stefan. Hallo, lieber Jens. Ja, ach, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Und es ist ja so, irgendwie, wenn ich eins in diesem Jahr festgestellt habe, so in dieser Freizeitpark-Welt und wenn man so sieht, was die Leute so posten und wie auch immer, ne, habe ich festgestellt, was ziemlich groß im hohen Kurs war und ziemlich großer Hype war in diesem Jahr, war echt Efteling. Also ich habe ganz, ganz viele Leute, vielleicht auch, wenn wir einen Podcast gemacht haben, also es ist für andere Parks auch so. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir drüber reden, dann kommen alle und es ist irgendwie immer schön zu sehen. Aber Efteling dieses Jahr irgendwie stach fast so ein bisschen raus. Und da haben wir uns gedacht, naja, viele von euch waren vielleicht dort. Wir waren ja auch in diesem Jahr schon wieder dort. Ja. Und aber was vielleicht viele von euch nicht so erleben, wenn sie dort einfach mal hinfahren und sich den Park angucken, ist, wie es ist, dort eben auch zu wohnen und zu übernachten. Und da wir beide in diesem Jahr das große Glück hatten, in verschiedenen Orten oder verschiedenen Zimmerarten dort mal übernachten zu dürfen, haben wir gedacht, wir müssen da unbedingt mal drüber reden, oder? Definitiv. Und wie du es schon schön gesagt hast, also ich glaube auf die Stories, ich habe da so viele Fragen auch dazu auch bekommen. Und ich meine, Efteling war ja eh schon immer so ein Park, den ja viele Deutsche noch nicht so auf dem Schirm dann auch hatten. Und ich glaube, das, wie du schon gesagt hast, hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Aber jetzt, sag ich mal, setzen wir uns auch dafür ein, entsprechend ja auch die Hotelübernachtungen oder gerade den Ferienpark dann auch mal vorzustellen. Weil ich finde, das ist ganz, ganz schön und vor allem auch unterschiedlich zu den ganzen anderen Freizeitparks, also wo man da auch entsprechend übernachten kann. Trotzdem möchten wir einfach der Transparenz dazu sagen, dass wir beide unabhängig voneinander eingeladen worden sind. Das trägt zwar nicht zu unserer Meinung dazu bei, aber dadurch wurde uns natürlich auch ermöglicht, dass wir auch mal in verschiedene Zimmer auch mal reinschauen durften. Ich hatte auch eine Hoteltour und du bist ja, sag ich mal, auch rumgelaufen. Also wir waren nicht gleichzeitig da. Da sollte man eigentlich mal dran arbeiten, genau. Dass sich mal die Termine überschneiden. Na, nächstes Jahr gibt es ja ein paar neue spannende Sachen dort. Vielleicht schaffen wir es mal gemeinsam. Genau, aber trotzdem, das möchte ich einfach der Transparenz dazu sagen. Trotzdem, wie gesagt, kriegt ihr da unsere ehrliche Meinung. Und das ist auch mal das Schöne, da vielleicht auch mal wo reinschauen zu können, wo man vielleicht sonst nicht reinschauen hätte können. Und genau, aber erzähl doch du einfach mal, wo hast denn du übernachtet und wir arbeiten uns da einfach mal so durch oder wollen wir erstmal einen Überblick geben? Gib da erstmal einen kleinen Überblick. Was gibt's denn so für Möglichkeiten zu wohnen in Efteling? Weil es ist ja für viele, wenn man jetzt, also ich weiß, dass ne, viele, die jetzt so irgendwie im Ruhrgebiet wohnen oder so die ganze Ecke da oder um Köln und so Gladbach und da, was da noch so ist, für die ist es häufig irgendwie auch so ein Tagestrip, ne? Aber selbst da, das kennen wir ja alle, nach so einem Tag Freizeitpark erzählen wir auch immer wieder, oh, da reist man morgens ganz früh an, dann ist man abends irgendwie platt und muss dann noch heimfahren. Also so eine Übernachtung dort ist immer irgendwie eine schöne Sache. Und selbst für die Leute ist es spannend und für alle Leute wie für mich, bei mir sind es 3,5 Stunden Fahrt, das macht man nicht einfach mal so morgens hin, abends zurück und dann ist so eine Übernachtung schon irgendwie sinnvoll und deswegen vielleicht erstmal spannend zu hören, was gibt's denn überhaupt für Möglichkeiten. Und vielleicht da schon mal der Tipp Nummer 1, die Eintrittskarten sind immer für An- und Abreise oder halt für die gesamte Aufenthaltsdauer immer inklusive in den Hotelpreisen oder Ferienparkpreisen. Ja. Auch das, wie gesagt, kennt man eigentlich nicht so von anderen Parks, da muss man immer noch die Tickets zusätzlich dann auch kaufen. Das heißt, wenn man da, sag ich mal, sich die Preise mal anschaut, ich finde, das relativiert es komplett, dass das eigentlich dann natürlich jetzt nicht das super günstigste Schnäppchen ist, je nachdem, wann man natürlich dann auch bucht. Aber es ist jetzt auch nicht so teuer für das, was da auch angeboten wird. Und wie gesagt, die Tickets sind dann immer gleich auch mit inklusive. Und ich finde, das erspart schon mal jede Menge Stress und irgendwie Planung und irgendwie ist dann auch mit. Also für mich hat sich das so ganz entspannend immer irgendwie auch angefühlt, auch wenn ich es regulär auch gebucht habe. Ganz genau. Genau, aber ansonsten geben wir erstmal einen kurzen Überblick. Ich glaube, das, was so am klassischsten ist, ist das Efteling Hotel. Also das ist wirklich so, wie man es vorstellt, ein wunderschönes Hotel. Das wurde jetzt auch erst aufwendig renoviert. Die Zimmer ganz schön, wie gesagt, da können wir gerne danach nochmal drauf eingehen. Dann haben wir den Ferienpark Efteling Launcheland. Da gibt es verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten, Ferienhäuser, Baumhäuser, wo man auch drin übernachten kann. Dann auch auf dem Gelände gibt es auch das Efteling Launcheland Hotel. Also das ist auch nochmal so ein Hotelkomplex. Und dann abschließend gibt es noch den Ferienpark Efteling Bosrijk. Und da gibt es auch luxuriöse Ferienhäuser oder auch, ich nenne es auch so Ferienwohnungen. Also wirklich für kleine Gruppen bis große Gruppen bis zu 24 Personen können in so Gruppenunterkünften dann auch übernachten. Und auch das, in welchem Freizeitpark kann man mit so vielen Leuten entsprechend übernachten? Also ich wüsste jetzt keinen Park.
Nee, genau. Also man bucht dann 6 Zimmer oder 8 Zimmer oder sowas. Ja, aber ja, genau. Manchmal ist es auch schön, einfach mit der Gruppe auch zusammen zu sein. So. Und das kann man auch in Efteling dann auch machen. Ja, Efteling ist natürlich auch für viele NiederländerInnen ja auch so ein echtes Happening und so ein Rite of Passage irgendwie, ne, wo man mal gewesen sein muss. Und da gehen ja auch viele Familien hin oder auch Großfamilien und fahren dann gemeinsam mit Großeltern und Eltern und Kindern, weil es natürlich auch für alle was bietet. Ja, und das ist mir auf jeden Fall auch, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber ich finde halt, und ja, das ist vielleicht so ein bisschen Klischee-Denken, aber die Niederländer sind immer in größeren Gruppen unterwegs. Also da sieht man nie so oder wenig so Pärchen, sondern sind immer so alle Generationen. Ich finde, die sind auch immer sehr schick auch angezogen. Also auch das kenne ich von vielen Freizeitparks nicht, wo man auch die Gäste sich anschaut und denkt, okay, die Jogginghose hätte es heute irgendwie nicht sein müssen. Ich finde, das war irgendwo sehr schön und irgendwie sehr kultiviert. Also ich weiß auch nicht, also gerade auch in dem Ferienpark und ja, das sind natürlich nur so Momentaufnahmen, aber es waren jetzt irgendwie wenig Kinder, die an irgendwelchen Tablets dann auch hingen beim Abendessen, sondern irgendwie waren die alle integriert und immer so, also das habe ich schon irgendwie ganz anders wahrgenommen und wie gesagt, das war ja nicht das erste Mal, dass ich dort übernachtet habe, sondern öfters und irgendwie finde ich, das ist immer so ein bisschen auch edel. Ja, ja, auf jeden Fall, das stimmt. Und deshalb, hat man sich da irgendwie auch sehr, sehr wohl gefühlt dann auch direkt. Ja. Soll ich denn mal starten? Weil ich habe ja im Efteling-Hotel übernachtet als Aushängeschild. Dann fangen wir mal damit an, aber bevor wir vom Efteling-Hotel reden, das ist jetzt nicht zu verwechseln. Es wird noch aktuell ein neues Efteling-Hotel gebaut. Das heißt ja dann auch anders, aber das Efteling-Hotel, von dem du redest, ist das, was man jetzt auch sieht, wenn man von der Autobahn kommt. Das ist nicht direkt im Park. Nee, die sind ja alle am Park dran. Das heißt, egal, ob man jetzt im Hotel übernachtet oder im Ferienpark, also zum Efteling-Freizeitpark kommt man in wenigen Minuten. Also da jetzt gerade im Efteling-Hotel muss man einfach nur über die verkehrsberuhigte Straße, so nennt sich das, glaube ich, in Deutschland, rüberlaufen. Also ich glaube, vom Hoteleingang bis zum Parkeingang sind es da irgendwie 2 Minuten, wenn man ganz langsam läuft. Von den Ferienparks, je nachdem, also gerade vom Launcheland läuft man schon so 10 Minuten, Bostrack würde ich sagen so 5 bis 7 Minuten, also aber, und auch das muss man vielleicht erst nochmal so ein bisschen auch hervorstellen, es ist halt umringt von super viel Natur, also es ist jetzt nicht mitten in der Innenstadt oder sowas oder viel Lärm oder sonst was, es ist halt sehr, sehr in der Natur entsprechend verortet und ich finde auch das trägt dazu bei, dass es auch so entschleunigt irgendwie. Also auch das hat man, finde ich, wenig in Freizeitparks, dass man in einem Hotel übernachtet oder im Ferienpark und man auch einfach nur dort übernachten könnte. Also auch da könnte man das auch als Ausflugstipp oder Übernachtungstipp weiterempfehlen, wenn man auch, sag ich mal, vielleicht in den Niederlanden grundsätzlich irgendwie auch in andere Städte da noch will, dass man einfach dort im Ferienpark übernachtet, so als Unterkunft. Ja, und es bietet natürlich, und da kommen wir gleich nochmal drauf, von unserem Familien- auch Ferienhauserlebnis, aber es bietet natürlich auch super viel Spielplätze und sonst was und natürlich viel Grün, also da, ne, und Wasser. Und also man kann dort allein zum Spazierengehen und Verweilen, ist es schön. Und was ich auch finde, wo es auch sehr entschleunigt, ist, dass der Park ja nicht schon morgens um 8 oder 7 aufmacht. Ja. Ne? Das hast du so in anderen Parks, da bist du schon, da traust dich kaum ins Bett zu gehen, weil du Angst hast, dass du nicht früh genug wach wirst, weil du da erst am Morgen da stehen wirst und dann ist die Nacht zu kurz. In Efteling ist das wunderbar. Oft öffnet der Park um 10 und du kannst ein bisschen früher rein, wenn du da wohnst, aber dann kannst du entspannt ausschlafen und dann mal rüber wandern in den Park. Das stimmt. Das ist auch so gegangen, dass man da auch mal bis um 9 schlafen konnte. Ja, das ist super. Ne? Das hast du ja sonst überall anders. Bist du da voll irgendwie auf Achse morgens und schon völlig gestresst. Ja. Übrigens, schon vor dem Aufenthalt ist mir sehr positiv aufgefallen, wie digital auch Efteling ist. Also das heißt, da kann ich auch jedem empfehlen, das wirst du wahrscheinlich auch gemacht haben, die Efteling-App herunterladen. Ich meine, das empfehlen wir eh immer. Genau. Aber grundsätzlich so, was das Thema Check-in dann noch angeht. Also das heißt, man kann kriegt dann einige Tage vorher dann seine ganze Buchungsdaten dann auch auf die App. Man kriegt dann sogar auch die Zimmernummer. Also man weiß ganz genau, welches Zimmer man dann auch hat. Und man braucht auch gar nicht mehr so richtig zur Rezeption dann auch zu gehen, denn man kann auch sich einfach einen digitalen Zimmerkartenschlüssel entsprechend auf das Handy auch aktivieren. Das heißt, mit dem Handy kann man dann sein Zimmer öffnen. Und das habe ich auch ausprobiert und das hat erstaunlich gut funktioniert. Und das fand ich irgendwie, ich meine, das ist so naheliegend und ich glaube, von anderen Parks hat man das auch schon mal gehört, dass sie an so Lösungen noch arbeitet, aber bisher auch da kenne ich keinen Park, wo man das alles über das Handy dann auch regeln kann. Und klar, der Akku muss natürlich immer gefüllt dann auch sein. Ich meine, sonst kommt man natürlich nicht ins Zimmer. Und alternativ, man kann sich auch trotzdem noch ganz normale Zimmerkarten nachher ausstellen lassen. Also man muss es nicht tun. Aber so Check-in, die ganzen Sachen zu verwalten, man kann ja auch dann die Restaurants dann auch sich über die App dann auch reservieren, generell der ganze
Parkplan mit Attraktionen, also alles ist in dieser Efteling-App dann auch inklusive oder halt aufzufinden. Aber gerade was so der Aufenthalt angeht, also super schön gemacht. Irgendwie ein paar Tage vorher hatte ich dann alle Details dann auch drin und konnte dann einchecken und ab 15 Uhr, 15.30 Uhr, muss man mal gucken, wann die Check-in-Zeiten dann noch waren, aber halt ab dem Zeitpunkt wurde halt dann der Schlüssel dann auch aktiviert und das hat auch ohne Probleme auch funktioniert. Also das fand ich auf jeden Fall sehr schön. Das stimmt. Genau. Also dann fangen wir mal an mit dem Efteling Hotel. Ja, also im Efteling Hotel habe ich schon öfters auch übernachtet, allerdings jetzt noch nicht jetzt in dem Efteling Hotel, weil das wurde jetzt erst aufwendig renoviert. Also die Zimmer sehen richtig schick und auch edel aus. Also die haben jetzt so einen Mix bekommen aus so Blau- und Goldtönen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Zimmerkategorien, von Komfortzimmer bis Junior-Suiten. Also auch da kann man sich entsprechend aussuchen, ja, je nachdem, wie mit welcher Gruppe man noch unterwegs ist und wie viel Geld man natürlich auch ausgeben möchte. Ja. Wir waren in einem ganz normalen Komfortzimmer. Ein wirklich wunderbar großes, gemütliches Bett. Also ich habe da sehr, sehr gut auch drin geschlafen. Das ist auch nicht immer so die Regel. Sehr schöne, ich finde einfach die Einrichtungsgegenstände, also schön, stilvoll. Also man ist reingekommen, hat sich total wohl auch gefühlt. Und ich meine, Efteling ist auch dafür bekannt, gerade so dieses Märchenthema ins Detail dann auch umzusetzen. Also das heißt, die Mülleimer waren nicht einfach nur Mülleimer, sondern es waren so Stiefel, die dann so thematisiert worden sind. Die haben aber nicht Papier hier gerufen. Nee. Aber gedanklich immer, wenn man was reingeworfen hat, hat man das irgendwie dann auch gedacht. Yeah. Dann so Mäuse, die sich dann auch versteckt hat. Auch da, keine Sorge, keine echten Mäuse, sondern so Figuren dann hinter dem Bett. Also es gibt überall so kleine Details dann auch zu entdecken. Und wie gesagt, oder auch die Lampe dann, also die Bettlampe dann auch, das war eine goldene Katze, die dann so einen Lampenschirm dann auch drüber hatte. Also viele Sachen sind mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen, aber wenn man dann so mal in dem Raum rumgeschaut hat, dann sind einem dann doch viele Details dann auch aufgefallen. Dann cool. Das Badezimmer, auch da sehr viele Goldarmaturen, also auch der Toilettenpapierhalter auch aus Gold, also echtes Gold, aber halt so Gülden, was ist das denn für Material? Das ist ja goldene Farbe, ich weiß nicht. Wir gehen davon aus, es ist richtiges Gold. Also natürlich. Das, wenn nicht da, wo dann? Genau. Und auch da die wunderbare Efteling-Seife. Also da muss man nichts mitbringen. Es gibt Handtücher, es ist voll ausgestattet. Shampoo, Bodylotion, alles, was man irgendwie haben möchte. Der einzige Kritikpunkt, und ich glaube, das können nur Leute nachvollziehen, die halt etwas größer sind. Das Badezimmer war schon und auch die Dusche relativ klein. Also so der Platz von Kopf zu Decke war dann nicht mehr so viel. Und das wundert mich, weil ich meine, es ist ja so, dass statistisch in den Niederlanden die größten Menschen auf der Welt leben und dass man dann mit dem Kopf da oben anstößt, kann ich gar nicht verstehen. Ja, also da habe ich mich so ein bisschen eingeengt gefühlt, aber ja, das haben sie jetzt natürlich nicht nochmal neu gemacht. Also die Räume waren halt dann auch so, wie sie dann auch entsprechend auch noch klar sind. Aber grundsätzlich wäre das jetzt so die einzige Kritik und dass es schon etwas hellhörig ist. Also für Leute, die halt sehr, sehr ruhig schlafen möchten. Ich meine, es ist ein Familienhotel. also das hat man schon, also da hätte man, sag ich mal, auch an den Schallschutz irgendwie vielleicht auch nochmal irgendwie ran müssen. Aber das Hotel ist ja nach wie vor, sag ich mal, wird ja immer wieder auch jetzt auch überholt. Ich habe auch schon gehört und gelesen, dass auch der Eingangsbereich und die Lobby jetzt auch nach und nach umthematisiert werden soll, weil es ja auch da so ein, also erst wurden die Außenfassaden neu gemacht, das ganze Gebäude erstrahlt auch wirklich im neuen Glanz, dann die Zimmer. Und jetzt kommt sicherlich dann noch die Lobby und auch die Restaurants, die dann einfach nochmal so ein bisschen auch überholt werden. Aber es ist gar keine Baustelle. Also jetzt ist, wie gesagt, hat es jetzt vielleicht ein bisschen schlimmer angehört. es ist alles sehr wunderbar hochwertig eingerichtet. Es war sauber. Es war eine schöne Stimmung. Auch am Check-in, die Leute sprechen auch überwiegend auch also Niederländisch, aber halt auch Deutsch oder Englisch. Also da kommt man auf jeden Fall gut zurecht. Aber wenn man vorher über die App da sich registriert, dann, wie gesagt, hat man alles auf der App, auch die Eintrittskarten, also voll digital und das finde ich, wie gesagt, auch gut. Genau, Check-in ist ab 16 Uhr, habe ich gerade gesehen, und Check-out 10.30 Uhr. Ja, genau. Und neben dem Komfortzimmer gibt es dann auch, und da hatte ich ja auch im Januar mal eine Tour, weil das ist auch sehr, sehr speziell, es gibt auch 20 Themensuiten, ich glaube, es waren 20, und das sind jetzt nicht irgendwie Themensuiten, wo irgendwie so ein einfach nur ein bisschen Deko dann auch drin zu finden ist, sondern es ist volle Kanne Deko. Also es gibt zum Beispiel die Aschenputtel-Suite oder vom fliegenden Holländer oder Schneewittchen, also alles auf Basis des Märchens, oder es gibt auch eine Karussell-Suite. Und das heißt, du gehst da rein und es ist halt volle Lotte thematisiert. Also das muss man wirklich mögen und schaut euch wirklich mal auf der Internetseite die Bilder dann noch an.
Das ist krass. Also ich kenne, das ist wirklich, also Karussell-Suite, dann sind die Betten wie unter so einem Karusselldach, alles auch mit diesen Lampen beleuchtet. Hammer, also wirklich, wirklich cool. Dann gibt's auch, und das fand ich auch sehr, auch so ein bisschen befremdlich, aber es wird auch einen Grund geben, die Coca-Cola-Suite. Also das heißt, da kommt man dann in den Eingangsbereich in das Zimmer und dann kommt erstmal so dieses Zischgeräusch von Coca-Cola, so dieses Also was? Das ist ja mein Traum. Ich bin ja bekennender Coca-Cola-Abhängiger. Ja, ja. Und da kommen wir rein. Der Teppich ist auch in diesen Coca-Cola-Rotfarben. Es gibt so eine kleine Ausstellung dann auch drin. Auch das strange, aber auch irgendwie cool. Und dann gibt es dann auch wieder so Themenzimmer, die sind dann auch so ein bisschen düsterer. Also sowas wie Rotkäppchen oder auch Dornröschen, also da kommt man schon rein und das muss man schon mögen. Also das ist aber dann auch richtig thematisiert. Es ist richtig thematisiert. Cool. Genau. Es ist nicht nur irgendwie dann hier eine Fototapete irgendwie sowas, sondern ist richtig mit allem drum und dran und vielen, genau, ganz vielen Kleinigkeiten. Kann man sich vorher das Zimmer aussuchen? Ich sage, ich will im Coca-Cola-Zimmer schlafen oder? Ja, genau, das kann man dann auch entsprechend buchen. Also Ich dachte, du buchst einfach eine Themen-Suite und dann musst du irgendwie, ist das eine Glückssache oder so? Nee, das kann man schon irgendwie dann auch, das kann man schon auswählen, dass man dann auch entsprechend dort übernachtet, wo er möchte. Es gibt auch, und das finde ich auch cool, der fliegende Holländer, das ist ja ein Wasser-Achterbahn-Dark-Ride-Attraktion ja im Park. Was für ein Tolle. Und das ist wirklich so, als wenn man halt auf einem Schiff übernachten würde, also oben dann auch mit so Holzlatten dann auch, da schimmert dann so das Wasser dann noch durch, dann der Boden, dann es knarzt dann auch so und überall sind dann so auch so interaktive Elemente, wo man was drücken kann oder was entdecken kann oder auch die Pardus-Suite, das ist ja das Maskottchen auch vom Park. Auch da gibt es ganz viel dann noch zu entdecken. Und vielleicht auch da nochmal ein Hinweis. Das wurde nämlich jetzt erst vor kurzem angeteasert. Und zwar der Dromflucht oder Traumflug. Das ist ja auch eine der Main-Attraktionen auch im Park, wo man ja auch in die Land der Elfen dann auch fliegt. Da wird es jetzt auch eine Suite geben. Das wurde ganz neu angekündigt, dass sie das Thema jetzt aufgreifen. Ich kenne zwar jetzt noch kein offizielles Datum, aber ja, das wird es dann bald zur Verfügung stehen. Ja, und dann kann man auch so seine Attraktionen auch sehr nahe dann noch kommen. Ach, das ist ja schön. Ach, da muss noch irgendwie die Musik laufen, da bin ich glücklich. Ja, also voll ausgestattet das Hotel. Es gibt einen Kinderspielplatz. Es ist auch Entertainment auch für gesorgt. Also da kann man dann abends auch Pardus dann auch treffen in seinem Pyjama, der dann auch super cool auch interagiert. Also das hat uns sehr gut gefallen. Es gibt einen kleinen Shop auch im Restaurant, in der Lobby. Es gibt eine Bar auch, wo es dann auch abends auch Cocktails gibt. Also es gibt ganz, ganz viel drumherum. Man kann auch gratis parken direkt vor einem Hotel. Mhm. Das ist ja auch immer eine wichtige Information, wenn man mit dem Auto dann noch anreist. Super cool. Und dann gibt es auch noch Essensmöglichkeiten. Aber da sprechen wir vielleicht nochmal zum Schluss drüber, weil auch da konnten wir einiges auch ausprobieren. Für wen ist das Efteling Hotel? Ich würde sagen, für alle. ich finde es aber schon auch so ein bisschen so ein Pärchenhotel. Also gerade irgendwie, wenn man irgendwie so zu zweit ist oder ja, eher so einer kleinen Gruppe irgendwie, dann würde ich das empfehlen. Wenn man eher so mit der größeren Familie auch anreist, dann fände ich, glaube ich, eher so diese Ferienparks auch ein bisschen passender, wo man dann auch entsprechend dann auch die Kinder auch mal springen lassen kann. Da kannst du ja auch gleich was dazu noch sagen. Ja. Aber Efteling Hotel kann ich wirklich empfehlen. Toller Service, schön eingerichtet und wie gesagt, die direkte Nähe auch zum Eingang. Und das ist, wie gesagt, das einzige Hotel, was auch einen separaten Zugang dann auch hat zum Efteling Park. Also da muss man nicht ganz zum Haupteingang dann vorlaufen, sondern man kommt dann raus in der Welt von Sindbad und kann dann, sagen wir, von der Rückseite dann auch entsprechend den Park dann auch oder in den Parktag dann auch starten. Ach, das ist ja sehr cool. Ja, genau, ne? Das ist nämlich, weil es sieht irgendwie so weit weg aus, aber so weit weg ist es gar nicht, ne? Wenn man gerade nach Bosrijk hinterfährt, kommt man ja da, wie gesagt, dran vorbei und dann denkt man, oh Gott, aber das ist genau, du hast dann einfach eine andere Ecke des Parks, die du da irgendwie betrittst. Ja, dann, und da will ich mal kurz überleiten, denn wir hatten so ein bisschen Hotelhopping, das liebe ich ja auch, wenn man nicht den ganzen Aufenthalt in einem Zimmer bleibt, sondern wir durften dann auch in den Ferienpark Bosrijk dann auch rüber wechseln. Bevor ich da aber von unseren Erfahrungen auch berichte, erzähl du doch mal, wo warst du denn mit deiner Family? Ja, genau. Also ich durfte, und das war, oh Gott, das ist schon eine Weile her, aber wir haben uns das mal aufgehoben, bis wir beide mal wieder da übernachtet haben, diese Folge zu machen. Ich durfte mit der Familie, wie gesagt, im Ferienpark Bosrijk schlafen und dort in einem dieser Ferienhäuser. Ne? Also das muss man so verstehen, eine ganze Menge Ferienhäuser in einer sehr verkehrsberuhigten Zone. Das heißt, man hat dort
Man kann dort mit dem Auto reinfahren und kann dann seine ganzen Sachen abladen und fährt das Auto wieder raus und dann ist da relativ wenig Verkehr. Es gibt da ganz viele Straßen und alles und mit so kleinen Gruppierungen an Häusern und dazwischen sind immer so kleine Plätze oder Spielplätze und sie gibt's in verschiedenen Größen. Ich habe da also halbe Villen gesehen, ehrlich gesagt. Ja, ich sag, also bis 24 Personen, genau. Ja. Wahnsinn. Und das war ziemlich cool. Und genau, und dann, wir kamen da an und ich habe gedacht, okay, bin mal gespannt und dann kommen wir in das Haus rein. Und also erstmal auch da, es klappt super, das Ding aufzumachen mit der App und alles. Das war wirklich perfekt. Und dann kamen wir rein und es war halt eben alles da. Ne? Wir hatten noch ein Frühstückspaket dabei, das kam dann am nächsten Morgen. Es liegt aber auch, und selbst das Paket, was da ist, und das kennt man ja, wenn man so ein Ferienhaus mietet, ist ja immer was dabei, um irgendwie nochmal zu spülen und so Spültabs und so Geschichten. Das war auch alles mit drin. Und selbst das war irgendwie wunderschön eingepackt und verpackt und so. Das war irgendwie alles toll. Und genau, dann haben wir unsere Sachen ausgepackt, das Haus erkundet. Das lag direkt, wir waren relativ weit weg vom Eingang. Und da habe ich schon gedacht, oh, das ist ganz schön weit zu laufen, weil hinter dem Ferienpark Bostreich ist ein großer Golfplatz. Und wir hatten einen Blick auf den Golfplatz eben. Ne? Und was natürlich schön war, da war es schön ruhig von unserem Garten aus. Also war ein kleiner Garten dabei, eine kleine Terrasse, die sehr, sehr schön war. Und das ganze Haus zweistöckig. Auch da zwei große Schlafzimmer für jetzt jeweils vielleicht zwei Erwachsene und dann nochmal ein Schlafzimmer zu Stockbetten für Kinder. Das war richtig cool. Und ja, oben Toiletten, unten und Esstisch und Fernseher und Kühlschrank. Und also voll ausgestattet, oder? Alles, was man braucht. Also wirklich, ich war wirklich begeistert. Und im Übrigen, ach so, bevor ich das nachher irgendwie vergesse, Pro-Tipp, und das war bei dem Hotel wahrscheinlich auch, es hängt dort immer, zumindest im Kinderzimmer, hing über der Lampe so eine Schlafmütze. Und ich dachte, die wäre irgendwie nur sich anzugucken oder irgendwie ein Accessoire, aber ich habe dahinter gehört, man hätte die sich mitnehmen dürfen. Und das hast du nicht gemacht, oder? Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es gemacht. Und ich habe mich so geärgert. Und deswegen habe ich gesagt, sobald wir darüber reden, muss ich das allen Leuten erzählen, dass sie nicht den gleichen Fehler machen wie ich. Ja, und das hat nämlich auch einen Grund, weil ich meine, das Überthema ist ja da Glasfaak. Und Glasfaak ist das niederländische Sandmännchen, den man da ja auch immer wieder auch sieht. Und deshalb geht's ja auch, sagen wir, um das Schlafen. Ich meine, das ist ja auch unser Lieblingsthema, oder? So ein schöner Schlaf. Auf jeden Fall. Und das sind dann die Mützen, die man dann irgendwie sich abends aufsetzen kann. Auch da, ich glaube, die Niederländer sind da viel, viel mehr in dieses Thema noch drin. Übrigens auch so das Thema Sanduhren findet man ganz oft in der Thematisierung, auch in den Restaurants. Also auch da sieht man da entsprechend ganz, ganz viel. Und man kann ihn auch abends auch treffen. Also ich weiß nicht, ob du oder ihr ihn auch gesehen habt. Nee, wir hatten keine Zeit. Und den Sandzwerg, die dann abends entsprechend niederländische Märchen irgendwie erzählen. Leider keine deutschen oder auch auf Englisch. Aber die sind meistens immer so zwischen 18:30 und 19 Uhr sitzen die immer im Eingangsbereich und die kann man dann treffen und ein Foto machen und aber wie gesagt, das ist so ein bisschen so die Hintergrundstory zu diesen Mützen. Ja, genau. Und wir hatten leider gar keine Zeit, uns ihn anzugucken, weil wir natürlich den ganzen Tag im Park waren und dann abends die Kinder waren so beschäftigt rumzurennen und diese unzähligen Spielplätze, groß und klein, teilweise ein bisschen versteckt irgendwie zu erkunden und sie sind alle anders und mal gibt's mehr Klettermöglichkeiten und mal mehr Schaukeln und also das ist wirklich irre, was da so zwischendrin für tolle Spielplätze reingebaut sind. Und ganz tolle Spazierwege. Und deswegen meinte ich dachte, wir wären so weit weg. Du bist trotzdem relativ nah, also egal von wo, in ein paar Minuten zu diesem Haupthotel, diesem Hauptgebäude gelaufen. Da ist ja auch ein Schwimmbad drin, in dem Hotel zum Ferienpark Bostreich, weil es sind eben nicht nur Ferienhäuser, sondern es hat natürlich auch einen Hotelteil. Und dann bist du auch relativ schnell im Park. Also es ging eigentlich, ist gar nicht so weitläufig, wie man denkt und relativ gut angelegt, gut ausgeschildert. Also alles toll. Und ich war von diesem Haus sehr begeistert und klar, auch da, ich habe dann mal geschaut, das wäre natürlich recht teuer, was heißt teuer, ne? Also das muss man natürlich, liegt immer im Auge des Betrachters, weil wir wären da, das hätte uns, glaube ich, 1.000 Euro gekostet, irgendwie das Wochenende so. Aber wenn du es jetzt mal runterrechnest und wir hatten das Haus, wir hätten es, glaube ich, von Freitag bis Montag gehabt. Wir mussten am Sonntag wieder abreisen, weil, ne, Schule und so. Aber so, wenn man dann das überlegt, dass man da jetzt mit vielleicht zwei Familien sich das teilt, sechs Personen da drin, ne, jeweils zwei Erwachsene und jeweils ein Kind oder so, da hast du ja auch für sechs Personen Eintritt an den ganzen Tagen
Und wenn du es dir dann, wie gesagt, auf zwei Personen, auf zwei Familien irgendwie aufteilst, dann ist jeder bei 500 Euro, hat das ganze Wochenende tolle Übernachtungsmöglichkeiten, Eintritt nach Efteling und eine super schöne Umgebung. Und ich finde, dann relativiert sich der Preis auch. Und dann ist es wieder vollkommen okay. Wie war es mit der Verpflegung bei euch? Hattet ihr irgendwie was dazu gebucht? Genau, wir hatten den Frühstücksservice und da kam morgens jemand vorbei und hat uns Frühstück an die Tür gehängt. Draußen so ein ganzer Sack voller Frühstück mit Brötchen und Eiern und Wurst und gut, alles so ein bisschen einzeln abgepackt natürlich. Ne? Kann man drüber streiten, muss das sein, irgendwie Müll und so, aber das war vollkommen okay und es war super lecker und hätte, ich weiß nicht, was es gekostet hätte. Aber es war ein toller Start in den Tag. Ich glaube, die waren relativ früh schon da. Wir waren um 7 wach. Da hing das, glaube ich, schon fast da. Dann gibt's ja noch so einen Pizzaservice. Kann man auch über die App machen, ne? Genau. Also man kann sich, und die wird frisch gebacken. Kann man sogar zusehen. Vorne in dem Hotel dort. Und wird dann ausgeliefert in dem ganzen Ferienpark. Dann von jemandem hier mit so einem Fahrrad oder so einem kleinen Roller. Und das ist wie eine eigene Pizzeria dort, die dann auch in die Häuser liefern. Also mega cool. Das ist mir übrigens auch aufgefallen, weil du es nochmal gesagt hast, wegen der Verpackung. Also das muss ich auch wirklich zugestehen. Es ist eigentlich noch fast schlimmer geworden wie in den letzten Jahren. Also ich habe das ja schon vor ein paar Jahren auch bemängelt, dass es halt sehr, sehr viel Müll ist. Also auch beim Frühstücksbuffet, da kann ich auch gleich zu was noch sagen. Also es ist viel einzelverpackt, mehrfach verpackt irgendwie. Also auch nicht, ich finde es auch nicht mehr zeitgemäß. Also wo ja auch Efteling sehr viel für die Natur auch tut und die Umwelt und auch wenn das vielleicht in den Niederlanden vielleicht ein bisschen noch nicht ganz so im Fokus irgendwie ist, weil das sieht man jetzt ja nicht nur in Efteling, sondern auch generell in anderen niederländischen Parks oder auch in Hotels. Aber das ist wirklich zu viel. Also es ist wirklich, da ist jede Wurst gefühlt irgendwie Wurstscheibe separat eingepackt in Plastik. Also das wäre vielleicht auch da nochmal, wenn uns jemand zuhört von Efteling, ein Wunsch, da entsprechend vielleicht auch da nochmal so ein bisschen genauer hinzuschauen, weil sie tun ja sehr, sehr viel und dass das so außer Acht gelassen wird, gerade bei so auch so Butter und es ist alles einzeln eingepackt, einzeln. Und da zeigt zum Beispiel jetzt auch der Europapark mit dem Butterautomat, ich liebe den ja nach wie vor, das ist ein Automat, da drückt man drauf, da kommt halt das Butterstück raus und das ist null Verpackungsmüll und solche Lösungen würde ich mir halt da in Efteling halt auch wünschen. Ja, auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Und das ist auch, wie gesagt, das war beim Frühstück auch. Ich dachte so, naja, hätte ich jetzt nicht gebraucht, ne? Aber wie gesagt, es ist trotzdem, war jetzt rein geschmacklich und ich glaube, vom Preis und so ist es auch okay und man kriegt das schon, wird da schon gut durchgeführt, aber man hat ja auch dann einen langen Tag vor sich und einen schönen Weg. Ja, man kann dort auch nicht nur die ganzen Spielplätze und alles nutzen, man kann auch das kleine Schwimmbad. Das ist aber, ich sag gerne klein, aber fein, weil das war wirklich sehr, sehr nettes Schwimmbad, muss ich sagen. Das kann man. Da gibt Lunch drin. Ich weiß nicht, ob du die Story gesehen hast. Ja, ja, natürlich. Aber und es ist gut. Es ist so, es hat so eine kleine Stromschnelle und relativ viele Mitarbeitende, die dort irgendwie auch aufpassen und dass man auch vorher sich irgendwie, dass man da nicht mit Schuhen reinlatscht und so. Und das war wirklich cool. Also da muss ich sagen, das Schwimmbad war schön. Da haben wir abends echt gut geplant. Es war schön warm und alles top. Wie voll war es denn? Es ging. Also es war relativ voll. Ja, wahrscheinlich wäre es, Weil wir haben, sag ich mal, da als Tipp, also das hat ja immer offen, montags bis freitags von 15 bis 22 Uhr und Samstag und Sonntag ab 8 Uhr schon, aber wir waren ja unter der Woche da. Wir sind halt dann, weil wir am Nachmittag eh mal kurz auf dem Zimmer waren, gleich um 15 Uhr eine halbe Stunde gegangen und da war natürlich nichts los. Ja, das ist schön, ja. Weil ich glaube dann, wenn 1000 Kinder da auch rumspringen und sowas, also das ist jetzt kein Erholungsbad. Nein. So war halt nichts los und da konnte man so die erste halbe Stunde in Ruhe planschen. Also wer da so ein bisschen Ruhe haben möchte. Und auch da der Tipp, wenn ihr im Efteling-Hotel übernachtet, dann dürft ihr dort auch übernachten. Allerdings nicht, wenn ihr im Launchland übernachtet. Also Bosreik und Efteling-Hotel ja, Launchland leider nein. Ah, okay. So. Sonst wird es noch voller. Sonst wird ja, dafür sind die wahrscheinlich auch nicht Nee, das stimmt. Gewichtet. Ja, aber insgesamt, ne, also die Kombination, das Haus war toll, die Betten, also wir waren rundum zufrieden. Wie gesagt, es ist ein teurer Spaß. Aber wenn man das so berechnet, wie ich es eben erklärt habe, dann ist das absolut vertretbar und ist eine mega coole Sache. Ja, und ich meine, du hast ja gerade auch so erzählt, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Es gibt ja diese Ferienhäuser. Übrigens gibt es auch eine Luxusvariante mit einer eigenen Sauna draußen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das ist so ein kleines Häuschen, ist jetzt auch nicht riesig, aber wer gerne sauniert, der kann das dann auch entsprechend dazu buchen. Aber man hat dann so ein bisschen so den Unterschied. Also Ferienhäuser oder auch diese Gruppenunterkünfte, das ist so ein bisschen Selbstversorgung. Also da stört einen auch keinen. Da kann man, sagen wir, seine Sachen mitbringen, sich selbst verpflegen oder, wie du schon gesagt hast, den Pizzaservice nutzen oder den Frühstücksservice. Oder man übernachtet, sag ich jetzt mal, was wir so liebevoll immer Hotel nennen, aber es ist ja kein klassisches Hotel. In Efteling wird das als Familienzimmer dann auch betitelt. Also
gibt einmal das zentral gelegene Familienzimmer. Das ist halt direkt dieses Hauptgebäude an der Rezeption. Da übernachte ich halt sehr gerne, weil da ist man halt wirklich direkt und schnell im Park. Ja. Oder es gibt das so ruhig gelegene Familienzimmer. Und das sind zwei unterschiedliche Gebäude. Und dieses zweite Gebäude ist halt auf der ganz gegenüberliegenden Seite des Ferienparks. Also da müsst ihr so ein bisschen drauf achten, wenn euch das egal ist. Und deshalb, also Efteling nennt das so liebevoll ruhig gelegen, es ist halt einfach weit weg, ja. Dann kann man das entsprechend in Kauf nehmen. Das zentral gelegene kostet aber auch ein paar Euro mehr. Das ist, wie gesagt, so der Unterschied, dafür ist man näher dran, das muss man einfach so ein bisschen dann noch abwägen. Mhm. Und man hat halt den Vorteil, dass halt darin auch das Frühstück auch inklusive ist. Und das heißt, das ist, und deshalb nennen wir es so liebevoll auch Hotel, weil direkt entsprechend bei der Rezeption ist links dann dieser Frühstücksraum. Das heißt, da ist dann klassischerweise das Buffet, wo man halt dann morgens hinkommen kann. Da muss man jetzt halt nichts mitbringen. Und das ist so ein bisschen halt das sorgenfreie Paket. Man geht da hin, frühstückt und dann geht man entsprechend in den Park. Aber auch da muss ich sagen, so schön, und ich erzähle jetzt gleich noch vom Zimmer, so schön das Zimmer ist, das Frühstücksbuffet, ist auch nicht so das Highlight gewesen. Also viele haben gesagt, dass es irgendwie so toll war, auch im Efteling-Hotel. Ich habe da wirklich viele Sachen vermisst, die ich vor vielen Jahren da immer positiv erwähnt habe. Nämlich hier meine Efteling-Cupcakes, diese Fliegenpilz-Cupcakes gab es nicht. Auch die Auswahl an sich war sehr, sehr einfach gehalten. Also auch das kenne ich einfach auch nicht von anderen Parks. Ich finde, da hat Efteling ein bisschen abgebaut. Also das war vor vielen Jahren viel thematisierte auch, viel mehr Auswahl dann auch. Also es war ein gutes Frühstücksbuffet, sehr, sehr süß und sehr ungesund. Also es gab natürlich schon diese klassischen süßen Teilchen und Croissants, aber wenig, wo man sagt, Mensch, das ist vielleicht, ich meine, wir haben ja auch gut gegessen, auch abends und im Park auch relativ ungesund, dass man dann vielleicht auch am Morgen vielleicht irgendwie, ja, noch ein paar gesunde Alternativen, also hätte ich mir jetzt zum Beispiel da gewünscht. Mhm. Aber trotzdem, wie gesagt, man kriegt einen guten Kaffee, man hat dann einen schönen Platz in dem Restaurant. Also das ist schon schön, aber gerade so mit diesem Verpackungsmüll und Co., ja, also da finde ich, hätten sie noch ein bisschen Optimierungspotenzial, und das darf man ja auch mal nennen. Ja, klar, aber das wundert mich so ein bisschen, weil, also wir haben ja dann auch zu Abend gegessen, da waren wir nicht eingeladen, das habe ich selber bezahlt, das war auch nicht günstig, aber sehr, sehr lecker. Und das war exzellentes Essen von vorne bis hinten, deswegen hätte ich jetzt erwartet, dass das Frühstück ähnlich gut ist. Ja, nee, also das hat uns jetzt nicht so abgeholt. Also da haben wir auch immer nur eine Kleinigkeit gegessen und haben dann eher so, sag ich mal, den Platz im Magen dann für Snacks im Park dann auch. Das stimmt, die sind ja in Efteling auch sehr gut. Ja. Ja, nee, aber wir haben ja in so einem Familienzimmer auch übernachtet und das gefällt mir halt auch sehr gut. Das ist schon sehr urig auch eingerichtet, also sehr naturverbunden, also so Chesterfield-Sofas sind dann auch drin, also Fernseh auch mit deutschen Programmen, ein separates Schlafzimmer auch für die Kinder und halt alles auf einer Ebene. Und was mir natürlich sehr gut gefallen hat, da gibt's halt eine Badewanne drin. Oh, das ist toll, das stimmt. Ich habe ja aktuell keine Badewanne mehr zu Hause und deshalb nutze ich alles, wo man halt auch mal gerade bei so herbstlichen Temperaturen auch mal baden kann. Und im Efteling-Hotel gibt's halt auch keine Badewanne. Und deshalb ist das eigentlich schon, ich weiß nicht, bei euch im Ferienhaus war auch eine Badewanne auch drin. Aber genau. Ich finde, gerade wenn es draußen so kalt ist und abends dann irgendwie nach einem langen Tag, finde ich das echt ganz schön. Und dann sich so abends in das Bett dann auch reinzukuscheln. Also ja, also dafür, sag ich mal, dafür spricht schon wieder eigentlich dort auch zu übernachten, weil es da, ja. Nee. Und man muss sich halt um nichts kümmern. Also es ist auch komplett gemacht. Irgendwie Bettdecken sind da irgendwie, gerade dieses Begrüßungsset, das hatten wir auch drin. Wir hatten allerdings jetzt keine Spülmaschinen-Tabs und Co., sondern halt, ich glaube, das war so Schnelltee oder so, schon so Pulver, genau, für Kaffee und sowas, das hatten wir auch mit drin. Ja, ansonsten auch die Seifen, also alles entsprechend dann auch gut vorbereitet und einfach auch so, dass man sagt, da kann man übernachten, man muss nichts mitbringen, sorgenfrei, man hat am nächsten Tag irgendwie das Frühstück und kann dann immer wieder schnell rein und raus in den Park, wie man entsprechend auch möchte. Genau. Also kurz nochmal zu dem Ferienhotel Bosrec, mal eine kurze Eigenwerbung. Ich habe da auf YouTube auch auf meinem Mausgebabbel-Kanal mal so ein Video gemacht, dann könnt ihr es euch angucken, wenn ihr mal sehen wollt, wie es in dem Haus aussieht. Ja. Genau. Ja, das wäre es so auf die Schnelle zum Thema Bosrec. Mhm. Und dann gibt's ja noch das dritte Puzzle. ja, das ist ja das Launcheland mit dem Ferienpark oder das Launcheland Hotel. Das ist aber alles auf einem Gelände. Auch da kann man vorne wieder ganz entspannt irgendwie auch parken und läuft dann, sag ich mal, so ein bisschen zentralisiert irgendwie auf das Hotel zu. Und das Hotel ist dafür auch ausgerichtet, würde ich schon sagen, eher für größere Gruppen. Also es gibt da, sag ich jetzt mal, Zimmer
Also jetzt keine Doppelzimmer, sondern man bucht dann immer so ein Zimmer für 5 Personen oder für 6 Personen. Ich würde es ein bisschen, ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen fies an, aber so ein bisschen Jugendherbergen-Stil irgendwie. Also das ist jetzt nicht so glamourös, sag ich mal, jetzt wie das Efteling-Hotel oder jetzt auch im Bossreich, sondern das ist so ein bisschen auch naturverbundener, nicht so schnörkelig. Ich weiß nicht, wie du es irgendwie beschreiben würdest. Ist so ein bisschen auch sehr schön auch thematisiert, auch der Eingangsbereich und auch das Restaurant und alles auch drumherum. Aber die Zimmer sind so ein bisschen schlicht. Also wer das eher mag und vor allem auch es mag, auch mit der Familie so in einem Raum zu sein. Also die Doppelbetten sind meistens dann unten und da gibt es so ein Stockbett, was halt direkt drüber dann noch ist. Also das, okay. Und da sind halt so Vorhänge dann noch davor, da können die Kinder irgendwie entsprechend das immer so auf und zu irgendwie dann noch machen. Das muss man mögen. Es gibt ja, wie gesagt, trotzdem auch noch, je nachdem, in welchem Zimmer man ist, dann auch noch so ein Nebenbereich. Aber da gibt es, sag ich mal, keine richtigen Türen, sondern nur so Vorhänge. Also auch da, wenn man so jemand Schnarchendes dabei hat, muss man das entsprechend noch wissen. Aber ansonsten auch da der Vorteil, man ist dann nah am Park, man ist mitten in der Natur und man hat halt am nächsten Tag halt dann auch das Frühstück dann auch mit dabei. Also auch da wieder ähnliches Konzept, sei jetzt mal, wenn man im Hotel übernachtet. Man hat halt alle Möglichkeiten, sei es mal, dort auch zu essen, zu frühstücken irgendwie. Man ist schnell da, schnell am Parkplatz und hat halt alles das, was man entsprechend an Vorteilen, was man dann entsprechend bei so einem Hotelaufenthalt dann auch hat. Ja. Dann gibt es drumherum, und auch das ist wunderschön auch angelegt, wie gesagt, ich konnte mir das ja auch alles mal anschauen, auch überall mal reingehen, gibt es noch weitere Unterkünfte. Zum einen gibt es das Themenzimmer Baum. Das sind richtige Baumhäuser, also ein Haus auf Stelzen, also Definition von Baumhaus. Genau. die sind auch voll ausgestattet, luxuriös. Es gibt alles das, was man auch im Hotelzimmer dann auch hat, auch Dusche, Toilette, Kaffeemaschine, 2 Schlafzimmer. Und das Besondere ist halt einfach, dass man halt wirklich in den Baumwipfeln dann auch übernachtet. Ja, das ist sehr cool. Dann gibt es die Übernachtungsmöglichkeiten am See. Das sind so kleine Häuschen dann auch. Da ist ja in der Mitte so ein großer See auch angelegt. Die haben auch so eine schöne Veranda dann auch, wo man abends dann auch schön sitzen kann. Also das stelle ich mir halt schön vor, mit so einem Weinglas oder einer Saftschorle und dann abends irgendwie da schön zu sitzen irgendwie. Das finde ich auch sehr schön. Und dann gibt's noch die Dünenzimmer. Die sind so ein bisschen von Dünen umringt, wie es der Name ja auch schon sagt. Von der Einrichtung her sind die relativ identisch. Also die sind jetzt alle mehr oder weniger gleich eingerichtet, aber auch da muss man einfach schauen, was gefällt einem irgendwie da besser. Also möchte man eher so in der Düne sein, möchte man eher am Wasser oder eher so ein bisschen luftig in den Bäumen. Aber auch da, egal wo wir drin waren, sehr schön thematisiert, sehr schön eingerichtet, alles sauber. Und auch da werden ja so viele Gäste durchgeschleust. Also das finde ich immer spannend, sei es mal, wie man das irgendwie hinbekommt, dass das alles nicht so schnell abgeratzt irgendwie noch aussieht. Aber ja. Das haben die schon ganz, ganz cool gemacht. Und es gibt sogar so einen kleinen, also auch für Kinder natürlich auch wieder Spielplätze, und es gibt auch so einen kleinen Streichelzoo mit Schafe und Tiere, die man dann auch sehen kann, und ganz viele Spazierwege. Also wer noch nicht genug spazieren gegangen ist am Tag durch den Freizeitpark, der kann da entsprechend auch im Launchland dann nochmal ein paar verschiedene Wege dann auch gehen. Und das Schöne ist, es gibt dann auch sowas wie so ein Zügli, also halt so ein kleiner Shuttle, der dann so zwischen dem Park dann auch fährt und dem Efteling Launcheland. Also das heißt, wer nicht zu Fuß gehen möchte, der kann dann auch mit diesem kleinen Fahrzeug dann noch rüberfahren. Auch da eine sehr, sehr coole Möglichkeit. Wenn man vor allem da jetzt nicht so gut auf den Beinen ist, wobei, dann ist Efteling vielleicht eh der falsche Park. Ich wollte gerade sagen. Da muss man schon gut laufen können. Ja. Aber auch da, ich habe schon eben im Efteling Launcheland Hotel übernachtet, jetzt in den Themenzimmern noch nicht, aber das Schöne ist halt, man kann ja immer wieder auch mal was Neues ausprobieren, oder? Also nein, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt, glaube ich, wieder, die Kinder wollen unbedingt auch nochmal in dieses Ferienhaus, aber das ist natürlich auch immer eine Option, also Launcheland mal anzugucken. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger dann, ne, als Bossreik, oder? Genau, es ist ein Tick günstiger. Also ich würde mal sagen, das ist von allen das günstigste. Ja. Dann kommt wahrscheinlich Bossreich und dann das Efteling Hotel. So würde ich das, also ich habe jetzt die Preise nicht ganz im Kopf. Ja, aber muss ja sein, so, ne? So von der Ausstattung her und von dem Komfort ist das, glaube ich, so die Reihenfolge, wo man da auch springt, einfach gucken muss. Aber auch da,
es gibt halt auch oft gerade das Thema Nebensaison, wo man dann auch entsprechend ja wirklich günstig auch übernachten kann. Das ist gerade so nach Weihnachten, also Januar, Februar, März, ist immer ein sehr guter Zeitpunkt, um auch zu sparen oder so. Vor der Weihnachtszeit dann auch. Ja, also da wie bei allem ist natürlich immer so Angebot und Nachfrage. Aber ja, da hat man entsprechend auch Möglichkeiten. Oder man nutzt auch sowas wie, es gibt auch auf der Website so Angebote, also gerade so Last Minute, Frühbucherrabatt, wo man dann auch entsprechend ja einfach 15% Frühbucherrabatt auch bekommt, wenn man 4 Monate im Voraus dann auch bucht. Also auch da, wenn man sich einen guten Zeitpunkt raussucht, wie jetzt irgendwie im Januar, kriegt man nochmal zusätzlich dann auch entsprechend ja, einen Rabatt. Und genau, es gab ja jetzt eine ganze Zeit dieses 25% den Rabatt, ne? Genau, also ja, da genau. Kann man also entsprechend das, ja. Schon einiges dann auch sparen. Ja. Aber es ist halt immer so, man muss halt rechtzeitig planen, buchen. Klar. Dann kriegt man immer die besten Angebote. Wer jetzt sagt, ich fahre jetzt irgendwie morgen, dann hat man vielleicht mit dem Last-Minute-Angebot noch irgendwie einen guten Deal. Mhm. Aber meistens, ja, zahlt man da drauf. Aber auch da ist ja nochmal die Frage, ja, wie viel gibt man grundsätzlich aus oder, ja, also. Genau. Ja, klar. Man kann günstig übernachten oder auch teuer. Also. Das stimmt. Je nachdem. Aber halt immer entsprechend immer so die Eintrittskarten ja auch schon mit drin, was ja auch schon ein großer Vorteil da noch ist. Genau, also da immer mal durchrechnen, ne, was ihr so ausgeben würdet, aber das ist halt das, was ich meine, ne, bevor du irgendwo anders draußen wohnst, kaufst du die Eintrittskarten, ne, so, und da kannst du, wie gesagt, auch mal früher rein, gerade wenn du morgens schnell mal Baron fahren willst, erste Reihe, so Geschichten, wo später immer viel los ist, ist das natürlich absolut immer eine gute Idee, da morgens, sage ich mir, dieses, ich weiß nicht, wie es da heißt, Early Entry, wie auch immer, das halt zu nutzen, ne, so, und das lohnt sich dann absolut. Ja, und man spart, sag ich mal, also wenn man auf dem Efteling-Parkplatz parkt, zahlt man 12,50 Euro am Tag, das ist auch nicht ohne, das heißt, da spart man sich auch, wenn man im Hotel oder im Ferienpark dann auch übernachtet. Genau. Und die Tickets sind ja auch so zwischen, je nachdem, 38 und 45 Euro oder 48 Euro, je nachdem, wann man irgendwie noch kommt. Also das muss man sich einfach mal durchkalkulieren. Genau, das ist mit einer vierköpfigen Familie, ne? Gut, Kinder ist ein bisschen günstiger, da bist du aber auch bei irgendwie 150, 180 Euro. Das mal 2 Nächte, ne? Bist du schon bei 400 Euro. So, und dann hast du noch nicht geschlafen, dann musst du noch 2 Mal parken. Also wenn du das alles irgendwie draufrechnest, da lohnt sich so eine Übernachtung schon. Ja, wo habt ihr denn eben, du hast ja gerade gesagt, im in Efteling Hotel. Es gibt einfach so viel im Boss. Genau. Im Hotel im Boss haben wir gegessen. Genau. Ich wusste, dass du das weißt. Ja, das Essen-Thema wollte ich nochmal, weil auch da hatten wir die Möglichkeit, uns da wirklich mal durchzuschlemmen. Und ich habe wirklich so viele Nachrichten bekommen, ob wir nur noch essen. Und also zu meiner Verteidigung, wir sind auch von morgens bis abends auf den Beinen auch gewesen, haben jetzt auch keinen großen Mittagstisch irgendwie gehabt, sondern haben uns tagsüber so ein bisschen mit Snacks irgendwie aufrecht erhalten. Aber klar, jeden Tag irgendwie dann diese Menüs irgendwie dann auch zu wählen, da wird man ja schon irgendwie ein bisschen kirre. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nein, also genau, wir waren da essen in diesem Restaurant unten in diesem Bosreik, Hotel, wie auch immer man es nennen will, da wo die Familienzimmer sind. Und ich fand das richtig, richtig gut. Ja, es war teuer. Das muss man natürlich dazu sagen, ist klar. Aber also ich habe, glaube ich, keine Ahnung. Ich habe am Ende 130 Euro bezahlt für uns vier. Ist natürlich viel für ein Abendessen, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und das ist halt das andere, wenn man jetzt da nicht selber kochen will und so. Es gibt halt schon da sonst nichts Großartiges mit dem, also ne, also wenn du dir nicht eine Pizza liefern lässt oder selbst was dabei ist zum Kochen, bleibt halt dann schon auch nur das Restaurant da. Ne? Und das ist halt entsprechend teuer. Wir haben ja gesagt, komm, das gönnen wir uns mal. Das ist natürlich auch, sage ich ja dazu, das haben wir gerade gesagt, ne, weil wir ja auch nichts zahlen mussten für die Übernachtung, habe ich jetzt dann gedacht, okay, dann kann man das mal machen. Aber es ist schon, es war großartig. Also das Essen, es gab ja mehrere Dinge zur Auswahl, seht ihr auch in meinem Video, aber das war für die Kinder was dabei, es war super angerichtet. Vorher diese riesen Vorspeisen und Salate und Dips und so Platte, war richtig cool. Und ja, wie gesagt, mega begeistert auch. Also, wie gesagt, das Geld hat sich am Ende gelohnt. Klar, ist für mich jetzt leicht reden, weil ich es halt nicht bezahlen, also weil ich die Übernachtung nicht bezahlen musste. Ich sagte, dann lasse ich halt noch Geld da beim Essen. Aber ich, also da sind wir jetzt mal unterschiedlicher Meinung. Echt? Oh, wow. Denn, also ich meine, wir waren ja nur zu zweit da und ich meine, wenn man sieht, ein 3-Gänge-Menü für 37 Euro pro Person, finde ich in einem Freizeitpark-Kontext eigentlich wieder fair.
Also vor allem. Ach so, fair. Also ich dachte, du willst sagen, ich hat's nicht geschmeckt. Nee. Aber weil du ja das Thema Preis gesagt hast. Und ich meine, klar, wenn man mit der Familie irgendwie hingeht, dass man da natürlich jetzt ja mehr als 100 Euro hinlegt, ist wahrscheinlich dann auch naheliegend. Aber sag ich mal, wenn man halt das für sich irgendwie bezahlt und zu zweit, war ich der Meinung, dass wir das, also im Bossraik, das war wirklich der schönste und beste Abend, sag ich jetzt mal, in diesem Eight House oder wie das irgendwie hieß. 37 Euro für drei Gänge irgendwie. Wir hatten ja auch dann diese Vorspeisen-Variation. Also man kann sich entweder irgendwie dann auch ein Gericht rauspicken oder man sagt sich halt, das stand auf der Karte, man kriegt irgendwie von allem irgendwie etwas. Und ich habe dieses Bild ja auch gepostet und die Story. Selbst das hat doch schon ausgereicht. Das war so vielfältig von verschiedenen Dips mit Garnelen und Kürbissuppe und hier und Broten und sowas. Das hat uns schon total irgendwie ausgereicht. Und dann gab's ja dann noch, wir hatten dann noch das Steak, sag ich jetzt mal, als Hauptgang. Auch das, also bei Fleisch bin ich immer so ein bisschen, gerade bei Steak, das esse ich nicht so gerne, weil oftmals, finde ich, schmeckt's nicht. Mm. Und das ist mir dann immer so ein bisschen so schade irgendwie, so, ja. Und da habe ich gedacht, okay, ich probiere das. Und das war so gut zubereitet, ja. Also so eine gute Qualität. Und da habe ich gedacht, wie geht das? Für 37 Euro, drei Gänge, diese Vorspeisenvariation, dann Steak. Und dann hatten wir als Nachtisch noch dieses, also ich hatte das Macaron mit Himbeer und Mascarpone und Zitrusfrüchten super schön gestaltet und qualitativ vom Geschmack her so gut. Mhm. Also da habe ich mich echt gefragt, wie kriegen wir das hin? Kalkulatorisch für 37 Euro finde ich eigentlich echt ein guter Deal. Wohl wissen natürlich, wenn du halt zu viert oder mit noch mehr gehst und man das halt für alle zahlen muss. Genau, das ist ja immer mein Thema, ne, mit Familie. Und ne, so, wenn ich jetzt hier essen gehe, wenn wir hier abends ins normale Restaurant gehen, gehe ich halt irgendwie mit 40, 50 Euro raus und da sind es halt irgendwie 130, ist dann schon was anderes. Ne? Aber klar. Ja, und was auch toll war, auch da nochmal ein kulinarischer Tipp, es gab gerösteten Kürbis mit Pastinaken und Hummus-Dressing. Und das war, also, das habe ich so noch nie gegessen. Also ich bin jetzt nicht der größte Pastinaken-Fan. Kürbis, wie gesagt, muss auch gut zubereitet sein, aber mit diesem Hummus-Dressing. Ja, also gerade auch für die Vegetarier oder sowas, also mein absoluter Pro-Tipp, sag ich jetzt mal, sehr, sehr lecker. Also cool. Das ja, war auf jeden Fall. Ja, ich bin auch totaler Hummus-Fan irgendwie geworden. Da müssen wir uns mal zum gemeinsamen Hummus-Essen treffen. Ja, hast du es auch mal, schon mal selbst zubereitet? Ja, natürlich. Echt? Ich bring dir mal meinen Hummus irgendwann vorbei. Ah, sehr gut. Ja. Dann vielleicht, um das noch abzurunden, wir haben dann auch im Launchland Hotel auch gespeist, im Restaurant de Profiteon, wie auch immer man das ausspricht. Ja. Da ist so das Besondere, dass da auch die ganzen Gerichte wie in so einer Art Blumentöpfe auch angerichtet werden. Und diese ganzen Verzierungen, Blumen und Blüten und Kräuter und so, sind aus dem eigenen Garten. Also die haben links neben dem Hotel eine riesen Fläche an irgendwie wie so ein Gewächsareal. Und da schneiden die sich immer halt ihre Blumen und zum Dekorieren der Speisen schneiden die das auch immer ab und dekorieren das dann auch. Cool. Also das finde ich schon mal ganz cool. Das war auf Platz 2, sage ich mal, von meinem Ranking, da das Abendessen. Auch da haben wir uns wieder für das Menü entschieden. Also schaut euch da auf jeden Fall nochmal meine Efteling-Story auch an auf Instagram. Da habe ich nochmal alles in Story-Highlights auch abgespeichert. Ich glaube, das war ein bisschen günstiger. Oh, ich habe die Preise gerade nicht mehr im Kopf. Also vielleicht, also auch so um die, glaube ich, 35 Euro. Und da war das Besondere als kulinarischer Tipp, frittierte Gnocchi. Ich sag's immer Gnocchi, aber sagt man natürlich Gnocchi. Ja. Gnocchi, sagt man. Ich hab jahrelang Pizza ausgefahren, seitdem weiß ich das. Ah, ja. Ich habe es natürlich falsch ausgesprochen, wohl wissen, da habe natürlich dem Kellner dann so ein leichtes Schmunzeln abringen können, als ich Gnocchi gesagt habe. Aber das mache ich natürlich auch mit Absicht. Ja. Aber die frittiert der absolute Knaller. Habe ich noch nie gegessen und mich auch gefragt, warum ist da vorher noch keiner drauf gekommen? Und die waren dann so gewürzt, auch mit so Salz, Pfeffer und in so einer mit so ein bisschen Parmesan. Und da hatte das so ein ganz, also wenn ihr da seid, auch das war wieder mit so einem mit Steak auch garniert und auch so verschiedenen Dips dann auch mit dabei. Esst das. Das frittiert der Knaller. Also, okay. Oh, jetzt habe ich Hunger. So, und dann um noch abzuschließen, Platz 3 im Ranking, wie gesagt, auch da haben wir gut gegessen, im Efteling Hotel, auch da gab es wieder dieses Drei-Gänge-Menü, auch da hatten wir so Carpaccio und verschiedene, ich hatte die Burrata, also das ist ja das mit so einem Salat dann auch, auch da haben wir gut gegessen und wir hatten dann so den Sleeping Beauty Drink, das war so ein Sekt mit so einer
Hibiskusblüte, die dann so aufgesprudelt dann auch ist. Das war ganz cool. Und da hatten wir so ein kleines Character Meet and Greet, weil Padus war dann auch am Abend auch mit dabei, ist und auch an den Tisch gekommen, hat auch super lang und vielfältig interagiert. Das ist ja auch nicht immer so die Regel. Oftmals kommen die ja zu dir an den Tisch, stehen da, du machst ein Foto, aber der wollte gar nicht mehr so richtig gehen, so dass man sich schon überlegt hat, okay, jetzt würden wir aber ganz gerne mal bestellen wollen. Aber super süß, dann auch seine Begleitung irgendwie hat dann auch versucht, auf Deutsch auch zu sprechen und echt schön. Das Einzige, warum ich sagte, dass das nur auf Platz 3 dann auch war, also Essen war sehr gut. Jetzt, da waren jetzt keine so richtigen Highlights mit dabei. Da habe ich halt so ein bisschen vermisst den Märchenbaum als Nachtisch. Den hatte ich das letzte Mal. Das war so, also wie der Märchenbaum halt in Efteling, der ja sehr bekannt ist, das halt so als Nachtisch interpretiert. Also der Stamm war dann so ein, auch so ein Eis irgendwie besprüht und dann die Blätter oben war halt dann so aus Zuckerwatte so grün und so schön thematisiert. Das gab es leider nicht. Deshalb gab es auch da nochmal einen Minuspunkt. Oh nein. Und die Atmosphäre, also ich hoffe, dass sie auch da nochmal ein bisschen, ich habe es ja schon gesagt, dass sie im Efteling Hotel ja auch so ein bisschen nachrüsten, die Tische waren halt einfach so ein bisschen wie so ich will nicht sagen so Plastiktische, aber so ein bisschen, ich finde, das hat sofort irgendwie so ein bisschen die Stimmung gekillt, weil es war so ein bisschen so easy zum Abwischen, weißt du, ich meine, so, wie so eine Kindertischdecke, die man so drüber legt. Also, dafür ist es wenigstens sauber. Ja, das war es auf jeden Fall und ging auch alles schnell und Service in allen Restaurants auf Zack, aber so vom Ranking her hat es, wie gesagt, im Bossreich, im Eight-House da am besten auch geschmeckt und das wollte ich, wie gesagt, mit dem Zuge auch noch sagen, weil ja, aber man kann sich auch eine Pizza bestellen. Man kann ja auch dort im Bossreich gibt's ja dann auch diesen kleinen Souvenirshop, wo es ja auch da die ganzen Sachen für die Selbstverpflegung dann auch gibt. Also Butter, Margarine, hier, ja, Getränke, Bier, Shampoo, da kann man alles dann auch nachkaufen. Günstiger ist wahrscheinlich, wenn man es mitbringt, aber wenn dann doch mal irgendwie was fehlt, muss man dann ganz wieder raus aus dem Areal fahren. Genau. Und findet da entsprechend alles. Ja, also. Ach, wie cool. Ja, also ich kann es nur immer wieder sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Mir gefällt es eigentlich immer gut, dort auch zu übernachten. Wir waren ja im Januar auch mit meiner Family auch da und auch denen hat es sehr gut gefallen, obwohl die ja noch nie in Efteling waren. Also die waren auch so, ja, Efteling, wir haben schon mal Bilder gesehen, aber wird es uns auch gefallen. Und dann waren wir auch dort im Januar in diesem Ferienhaus und seitdem sagt dann auch meine Mutter immer, übrigens Grüße, die hört nämlich auch mal unseren Podcast. Ja, auf jeden Fall. Die sagt dann immer, wann fahren wir denn mal wieder nach Efteling? In dieses schöne Haus und sowas. Ja. Und ich glaube, das ist halt wirklich für viele, die halt, ja, also es ist, glaube ich, ein Familiending. Ich finde, Efteling ist halt ein Ort für die Familie. Und wo gibt's das, wo du halt auch mit einer größeren Familie auch anreisen kannst? Auf jeden Fall. Und trotzdem hast du halt deine Ruhe, du bist in der Natur, dir geht dann niemand auf den Geist. Vor allem, wenn du in so einem Ferienhaus noch bist, das ist alles sehr schön dann auch gelegen. Und es ist wirklich so, du musst ja nicht den ganzen Tag im Park sein, vor allem, wenn du mehrere Tage hast, reicht das auch. Und dann kannst du einfach, dann ist der Park so einfach ein Teil von diesem Urlaubsresort, ne? Dann bist du mal, dann flitzt du mal rüber oder die Kinder flitzen rüber und fahren zwei, drei Sachen, der Rest sitzt da rum und grillt oder genießt die Natur. Es ist einfach, und wie gesagt, lasst euch nicht abschrecken von dem Preis, weil wenn du das wirklich mal runterrechnest mit Tickets und sonst was, dann ist es absolut vertretbar. Und das ist so das, ne, was mir auch immer schwerfällt, wo ich denke, oh, so 1000 Euro fürs Wochenende, ja klar, ne, aber dafür ist halt auch so viel, sehr viel mit drin. Und ein Thema wollte ich auch noch ansprechen, das ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Und zwar, Efteling ist ja schon immer, sag ich mal, auch hinterher, Thema Inklusion und Menschen mit Beeinträchtigung dann auch, sag ich mal, da entsprechend auch zu beschäftigen und auch vor allem den Gästen auch, egal, ob man jetzt auch mit Rollstuhl da ist, darüber haben wir auch schon in der Efteling-Tipps- und Tricks-Folge auch gesprochen, was da auch alles gibt. Auch das ist ja nicht selbstverständlich. Aber was mir aufgefallen ist, gerade auch in den Hotels, auch da sind viele Menschen mit Beeinträchtigungen auch entsprechend auch eingestellt, die dich dann teilweise auch bedienen. Oder es gab dann einen, gerade im Bossreich, in dem Eight-House, der hat halt dann einfach immer nur Getränke gebracht. Aber der hat da so, also der war halt auch gehandicapt. Ich, wie gesagt, möchte mir jetzt nicht zumuten, da zu sagen, was da jetzt irgendwie, ist ja auch egal. Ja. Aber der hat wirklich einen tollen Service, war auf Zack irgendwie. Das war so, man hat gemerkt, das ist so seine Leidenschaft, da diese Getränke zu bringen und zu gucken, dass jeder immer da genau das Getränk hat, was jetzt bestellt worden ist. Und das hat man dann auch so ein bisschen auch an den verschiedenen Tischen und sowas. Und das ist mir, auch das hört man ja wirklich von vielen Parks, ja, Inklusion und das ist uns wichtig und dass irgendwie jeder irgendwie also dass wir halt wirklich auch vielfältig auch die Angestellten dann auch da haben. Aber bisher ist es mir eigentlich nur in Efteling aufgefallen und das letzte Mal im Park halt sehr oft und jetzt vor allem auch in den Hotelanlagen und das fand ich irgendwie
schön, dass das, und das ist jetzt aber nicht so, Achtung jetzt, also das wurde jetzt nicht angekündigt und Achtung, der bringt jetzt nur die Getränke, sondern das war einfach so, genau, wie so ein Inklusion eigentlich funktionieren sollte. Ja, und auch bei dem Schwimmbad, ne, war eine Riesenrampe auch für Menschen im Rollstuhl, um auch in dieses Schwimmbad reinzukommen, ne, ist mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen. Also, ja, bin ich voll bei dir, finde ich sehr, sehr cool. Und auch so Thema auch, das habe ich auch gelesen, so Assistenzhunde sind auch da gestattet. Also das heißt, auch da gibt es da entsprechend auch Möglichkeiten, sei jetzt mal auch, ja, solche Hunde auch mitzubringen, oder man kann sich auch einen Rollstuhl dann auch vor Ort dann auch mieten. Und ich finde schon, dass wir das eigentlich auch noch mehr auch in den Fokus rücken sollten. Das heißt, welche Parks sind wirklich Parks für alle, weil ich finde, dass das schon ein wichtiges Thema ist oder immer wichtiger dann auch wird, und eigentlich Freizeitparks, und dafür setzen wir uns ja auch ein, ja auch für alle auch ja, ein schönes Erlebnis irgendwo noch bieten sollen. Und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen dabei, so ein bisschen meinen Blick so ein bisschen zu wandeln und auch mal auch auf sowas zu achten. Also gibt es entsprechend auch für Menschen mit Beeinträchtigungen Angebote? Gibt es auch vegane Angebote? Also vegetarisch ist ja jetzt, glaube ich, überall auch angekommen, aber auch für die Veganer. Was gibt's da entsprechend auch zum Essen? Ist es entsprechend auch so ausgewiesen? Und ja, das, wie gesagt, ist so ein bisschen meine Mission jetzt. Ich weiß nicht, ob du da mit dabei bist, aber ich finde das wichtig irgendwie. Und da bin ich voll mit bei. Und ich fand's schön, und ich saß dann so, hab dann mein Essen dann noch gegessen, hab das so ein bisschen beobachtet, und irgendwie ging dann so ein bisschen so mein Herz auf, wo ich dann gedacht, das hat mich so richtig gefreut, weil man hat einfach so die, auch wenn das natürlich auch für ihn ein Job ist, aber das ist irgendwie nicht so, Achtung, jetzt kommt irgendwie der Kollege XY, Vorsicht, der ist so ein bisschen beeinträchtigt. Nee, genau, den wir einstellen mussten irgendwie, den lassen wir jetzt irgendeinen Käse machen, ne? Sondern, genau. Ja, und er hat es aber trotzdem auch im Griff gehabt. Also das war jetzt nicht, dass er gesagt hat, oh Gott, der kann das nicht. Und ich glaube, dahingehend muss es ja gehen, dass man den Leuten auch alles zutrauen kann. Und so, wie sie sich halt wohlfühlen und was sie halt auch für Einschränkungen haben, dass man da entsprechend versucht, da den passenden Job dann auch zu finden. Oder auch, wir hatten dann, bei uns war die Seife dann noch leer, da hatte ich dann entsprechend unten dann auch im Bossreich an der Rezeption dann einen Hinweis gegeben. Ich war noch nicht mal zurück, schon stand ein Mitarbeiter, sag ich mal, vor der Tür. Also ich war noch nicht mal wieder zurück, also es ging so schnell. Und er hatte halt auch ein Hörgerät im Ohr. Und auch das, wie gesagt, auch da fällt mir schwer, denn, möchte ich jetzt auch gar keine Bewertung abgeben, aber auch das ist ja nicht selbstverständlich, weißt du, ich meine, also das fand ich schön, und der hat dann mit mir auch interagiert und irgendwie war dann auch irgendwie, obwohl du natürlich gemerkt hast, okay, irgendwas ist, sag ich mal, er ist halt einfach beeinträchtigt, aber das, wie gesagt, ist mir da sehr, sehr positiv aufgefallen, und auch so trotzdem zu sehen, dass die Leute irgendwie da auch Bock drauf haben. Also mir ist niemand über den Weg gekreuzt irgendwie, der da irgendwie keinen Bock hatte oder schlecht gelaunt war. Also ich finde, dass da alle so ein bisschen, ja, mit dem Herz dabei waren, und ich finde, das spricht auch so ein bisschen für Efteling, was ja nicht nur ein Park für viele ist, sondern wirklich auch sehr emotionsbehaftet durch die lange Historie, durch, dass die Efteling eine richtige Institution auch in den Niederlanden dann noch ist, finde ich, merkt man das schon, und ich finde, dann kommt man auch immer wieder gerne zurück. Ja, das ein schöneres Schlusswort hätte oder, man es geben können. Ach, als ein wenn, Traum. Als wenn ich es aufgeschrieben hätte. Ja, aber wirklich. Nein, also ich glaube, wie so immer oder wie so oft, ja, man kann manchmal auch Pech haben oder sowas, aber grundsätzlich, ich meine, ich habe jetzt da schon 4, 5 Aufenthalte gehabt. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr es mögt, auch so ein bisschen Natur drumherum dann auch zu haben. Dieser Mix aus mal schön in den Park zu gehen, mal irgendwie schön zu essen. Also wunderbar, und auch da freuen wir uns, ich glaube, da spreche ich auch in deinen Namen, dass uns Efteling da auch so ein bisschen die Möglichkeit dann auch gegeben hat, dass wir das Ganze ausprobieren können, um euch dann natürlich auch so zu schildern, auf was ihr achten müsst oder welche Unterkunft da, sei es mal jetzt, euer Favorite ist. Aber ansonsten probiert's aus. Ich glaube, das ist so die Motivation, und ich glaube, erst dann versteht man vielleicht, von was wir so schwärmen, wenn man einfach mal da gewesen ist. Ja. Wo wir wissen, dass es natürlich auch da immer wieder auch Optimierungspotenzial gibt, wie wir das ja auch im Laufe der Folge auch angesprochen haben. Ganz klar. Wir werden auf jeden Fall auch wieder zurück sein, weil es bietet ja im nächsten Jahr, kommt ja ganz viel. Ja, stimmt. Darf ich dazu noch? Sorry, das habe ich gerne, noch gerne, gerne, noch gerne, vergessen. Gerne. Ah, was soll nicht das Schlusswort? Egal. Okay, noch ganz kurz. Das Efteling Craw Hotel. Das wird das neue, ich würde schon sagen, luxuriösere Hotel, denn es befindet sich direkt dann am Haupteingang mit bestem Blick auf die Wassershow Aquanura und auch auf den Märchenwald, wird zumindest geteasert. Also es ist ja wirklich im Park, ne? Also wenn man jetzt so dran vorbeiläuft, mehr oder weniger. Ja, also das ist wirklich wunderbar. Besteht aus 7 Etagen, 143 Zimmer, ein Pool mit Spa-Bereich, 2 Restaurants, 2 Souvenirläden. Das wird riesig.
Ja. Wirklich, wirklich riesig. Was noch nicht so riesig ist. Ich hoffe, dass es nicht so groß wird, dass es halt von überall im Park, also dass du es zwar siehst, aber dass es nicht irgendwie so stört, ne? So, dass es nicht alles überragt. Da bin ich mal gespannt. Ja, vor allem nicht den Haupteingang, aber ich glaube, das werden die schon ganz. Genau, aber dieser schöne, ikonische Haupteingang ist halt einfach so ein Traum, ne? Und wenn der dann so irgendwie geschmälert wird dadurch, ja, aber das haben die bestimmt, das wissen die auch. Ja, was noch nicht so riesig ist, ist aber allerdings die Baustelle. Und auch da kann ich euch einen ehrlichen Eindruck dann auch schildern, oder du ja auch. Bis auf die Bodenplatten und halt das Untergeschoss steht halt da leider auch noch nicht so viel. Mhm. Und ich befürchte, dass es wahrscheinlich nicht mehr 2024 wird. Weil ich meine, wenn jetzt noch nicht mal die Grundrisse und auch, sag ich mal, so die ersten Etagen zu sehen sind, dann, wie gesagt, wird es schwierig, in einem Jahr das zu bauen, zu thematisieren irgendwie, das muss ja eingerichtet werden, sowas. Wie gesagt, never ever. Aber man hat ja auch gelesen, dass es ja auch Probleme gab mit dem Bauherr oder wie man das so sagt, die Baufirma. Die sind, glaube ich, so ein bisschen in finanzielle Schieflage auch geraten. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Efteling zu tun. aber ich glaube, dass da jetzt hinter den Kulissen viel, viel nicht so gut gelaufen ist, weswegen man jetzt halt noch nicht so viel gesehen hat. Ja. Und ja, es würde mich auch wundern, wenn da in einem Jahr ein 7-stöckiges Grand Hotel steht. Es ist wirklich, man sieht einfach aus der Bauzone nichts. Ja, also ja. Da noch eher Danse Macabre, die neue Attraktion. Ich denke, darüber werden wir im Frühjahr sicherlich dann auch berichten können. Das Grand Hotel wird dann wahrscheinlich eher etwas später folgen. Das Fazit. Wahrscheinlich. Ja, aber so von den Artworks und was man schon alles sehen kann, wunderbar schön, aber ja, das heißt, darauf müsstet ihr jetzt, glaube ich, noch nicht warten, wenn ihr sagt, ah, will ich jetzt das Efteling Hotel oder das Grand Hotel, also dann würde ich sagen, bucht auf jeden Fall was jetzt, was aktuell verfügbar ist, und das Grand Hotel wird dann wahrscheinlich, also frühestens Ende nächsten Jahres, aber das ist nur reine Spekulation, wie gesagt, da liegen uns jetzt auch keine aktuellen Dokumente vor. Nee, das stimmt. Sehr schön, ja, dann darfst du jetzt aber das Schlusswort übernehmen. Genau, also du hast ja auch das schon wieder vorweg, was aber sehr schön ist, vollkommen zu Recht. Genau, das ist eben das Thema. Wir werden wieder da sein, wir werden uns hoffentlich Dans Macabre angucken dürfen, wenn es dann soweit ist. Also auch da wieder, falls es jemand zuhört bei Efteling, da sind wir sehr, sehr gespannt drauf. Eine gruselige Attraktion. Der Themenbereich ist ja schon schön. Und ach, im Übrigen, das wollte ich auch nochmal wirklich lobend erwähnen. Ich fand das so cool, dass du in dem neuen Themenbereich dort, wo wir es eben von dem Thema Inklusion hatten, das ist natürlich die andere Seite der Inklusion, ist dieses Thema mit, das sind die ersten genderneutralen Toiletten, die ich gesehen habe, was echt cool ist. Ich wusste gar nicht, wo gehe ich denn da hin? Es steht einfach nicht mehr irgendwie das Mann- und Frau-Zeichen drauf. Es steht einfach nur, rechts geht's zu den Urinalen und links geht's zu den Kabinen. Und da kann jeder nutzen, was er will. Und erstmal verwirrend, weil man es nicht kennt, aber super cool. Und das fand ich da sehr, sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Der Shop ist auch schon offen. Also man kann schon diese erste Atmosphäre schnuppern. Dans Macabre. Wir sind sehr gespannt, was es wird. Vor allem sind wir beide sehr gespannt, ob das was wird, was wir überhaupt jemals fahren können. Ja, es sieht irgendwie sehr viel nach drehen und hoch und runter und im Kreis drehen. Und ja, also es wird mit Sicherheit super cool thematisiert, weil Efteling, was sie in den letzten Jahren gebaut haben, war alles super. Mal von Symbolika angefangen, ne, bis jetzt hier Max und Moritz, super thematisiert und auch alles gute Attraktionen oder sehr gute Attraktionen, aber da bin ich sehr gespannt. Wir werden es auf jeden Fall mal irgendwie testen und dürfen vielleicht vorher nichts essen. Mal schauen. Aber sobald wir da mehr wissen, wie es am Ende aussieht, da gibt es auf den Kanälen von Efteling, kann man auch schon ein bisschen reingucken, wie so Geschichten, so Bauarbeiten so da voranschreiten. Wird auf jeden Fall ein toller thematisierter Bereich. Da werden wir wieder da sein für euch auch in Efteling und dann auch natürlich darüber berichten. Und ja, wenn das Grand Hotel aufmacht, auch da Efteling, es wäre sehr nett, wenn wir das dann auch für euch hier berichten dürften, weil da bin ich sehr gespannt. Also das oder Winter-Efteling kommt da ja jetzt noch als nächstes. Ja. Also auch da wird es ja jetzt ab dem 13. November wird es wieder winterlich zugehen, und das ist eigentlich schon fast meine Lieblingsjahreszeit dort. Also es hat mir so gut im Januar gefallen. Mhm. 13. November bis 28. Januar 2024 Winter-Efteling, und vielleicht sehen wir uns auch da mal wieder, Jens, im Park. Ja, auch eine gute Idee. Sehr schön. Ja, auch das übrigens, ne? Efteling auch ganzjährig geöffnet. Ne? Muss man auch dazu sagen. Ja. Sind ja auch nicht viele Parks in Europa. Ja. Also deswegen, also wir kommen wieder, wir sind so ein bisschen Fans und ja, hoffen und freuen uns natürlich, dass euch das genauso geht, weil da kriegen wir, wie gesagt, ganz viele Nachrichten und viele von euch sind dank uns auch jetzt nach Efteling gefahren und haben es alle nicht bereut, deswegen, das freut uns sehr.
Sehr schön. Ja, jetzt gut. Dann vielen Dank. War wieder eine wunderbare Folge. Finde ich auch vor allem mal eine, wo wir beide was erzählen konnten, weil wir beide mal da waren. Sonst ist ja oft ist es ja irgendwie abwechselnd. Aber da kommen jetzt noch die nächsten Folgen, da kommen schon noch ein paar Themen, wo wir beide drüber berichten können. Auf jeden Fall, ja, das ist sehr schön. Sehr schön. Na gut, also dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt uns treu. Erzählt allen davon, diesen tollen Podcast. Jeder, der irgendwie Interesse an Freizeitparks hat oder der noch gar nicht weiß, dass er Interesse an Freizeitpark hat oder sie, auf jeden Fall mal den Freizeitpark Traveler Podcast empfehlen. Das würde uns sehr freuen. Und auch immer gern mal hier uns Bewertungen hinterlassen bei den gängigen Portalen. Das wäre auch sehr nett. Das hilft uns auch sehr viel weiter. Und jetzt enden wir noch mit dem Spruch von Padus, von Symbolica. Was sagt er? Was sagt er denn wann? Der sagt ganz viel, oder? Doch, der sagt hier Illumina Fantasia Symbolica. Das stimmt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.